Willkommen zu einem neuen Video, ein Infovideo, welches ich schon vor kurzem angekündigt habe, letztens auch nochmal in den Kommentaren. Denn es geht um das Galaxy Miners Netzwerk. Das ist seit Sonntag in Wartungsarbeiten, wie man das auch in der Message of the Day, wie das Ding da ja so schön heißt, sehen. Und für eine ganze Weile wird Galaxy Miners jetzt in Wartungsarbeiten gehen. Warum? Weil wir etwas Großes mit dem Server sozusagen vorhaben, eine Neueröffnung sozusagen. Doch was wird sozusagen sein? Punkte, die jetzt schon klar stehen, werde ich euch jetzt hier ernennen, beziehungsweise auch erklären. Und es kann sein, dass sich hier und da trotzdem noch was ändert, beziehungsweise was dazu kommt. Also wir haben noch einiges geplant. So. Ja, warum jetzt überhaupt solche Maßnahmen sozusagen? Mir ist das in letzter Zeit halt aufgefallen, beziehungsweise generell, dass der Server überhaupt nicht mehr besucht ist. Gerade im letzten Monat so ungefähr war wirklich gar keiner mehr online. Hier und da vielleicht doch nochmal ein Spieler, aber das ist halt auch nicht unser Standard gewesen. Unser Standard waren dann doch schon ein paar Spieler, die aktiv gespielt haben. Jetzt aber nicht mehr. Natürlich, es wird jetzt Sommer, viele fahren in Urlaub. Und ja, der Minecraft spielt auch nicht mehr jeder. Ist ja komplett richtig. Aber trotzdem möchten wir etwas dafür tun, dass unser Server weiterleben kann und weitere Spieler anlockt. So, deshalb haben wir uns ein paar Punkte überlegt. Und zwar allererstes werden die Systeme des Servers erneuert. Ich werde da sehr, sehr viel dran arbeiten. Jetzt zum Beispiel hat sich sonst noch weiter nichts geändert hier. Oder beziehungsweise schon kleine Dinge, die man noch nicht sehen kann jetzt hier im Infovideo. Ich habe ja auch über einen Monat jetzt oder genau einen Monat jetzt Zeit. Bedeutet, da werde ich. Da kommt noch später noch Sichtbares. Aber wie gesagt, ich möchte Systeme erneuern, die vielleicht schon veraltet sind, beziehungsweise die ich schon lange austauschen wollte, ich aber bisher nicht austauschen konnte, weil da zu viele Spielerdaten waren. Da sage ich zum Beispiel das Geldsystem, das wird komplett jetzt nochmal ausgewechselt. Nur ich wollte es nicht auswechseln, weil sonst muss ich jeden einzelnen Spieler neu eintragen, wie auch immer. Und jetzt kann ich das dementsprechend machen, aus dem vollen Grund, denn wir werden auch jeglichen Spielmodi resetten. Bedeutet, oder generell alles resetten. Bedeutet, wenn ihr dann nach der Neueröffnung auf den Server kommt, ist alles von null. Ihr habt wieder normal Geld, also 30 Rubine ist das am Anfang bei uns. Ob sich das ändern wird, weiß ich noch nicht. Survival wird sich resetten, City Build wird sich resetten, Creative auch. Sky PP, die Bed Wars und Sky Wars Stats auch. Bedeutet, es ist für euch wie ein neuer Server und wir hoffen dabei, dass die User, die vielleicht jetzt nicht mehr so mehr den Spaß hatten hier, wieder neuen Reiz finden an den Server und dann dementsprechend hier wieder draufzocken wollen in einer schönen neuen Welt. So, da stellt sich vielleicht für manchen so die Frage, ja, ich habe mir aber hier einen Rang gekauft. Was passiert mit dem? Zum Beispiel City Build. Nehmen wir jetzt ruhig mal City Build, da hat sich jemand einen Rang gekauft. Was passiert mit dem? Wir wollen euch nicht bestrafen dafür, dass ihr Ränge euch gekauft habt. Die werdet ihr wieder zurückerstattet bekommen. In welcher Form, ob ihr gleich von Anfang an den Rang wieder habt? Oder ob wir das in Form von Items oder anderen wertvollen Sachen, oder ich, keine Ahnung, wer auf Sky PvP einen Rang hatte, vielleicht in Form von einer Kiste, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das euch zurückerstattet und wir werden es auch wirklich versuchen, dass ihr damit dann auch wirklich zufrieden seid. Wir werden mit euch vielleicht auch vorher dann dementsprechend schreiben, reden, wie auch immer, oder ihr könnt auch dann gerne zu uns kommen. Hey, das, was ich für meinen Rang bekommen habe, das brauche ich nicht. Kann ich nicht irgendwas anderes haben? Dann kommt jetzt zu uns in den Support und dann können wir euch da weiterhelfen und dann werden wir was Passendes für euch finden. Aber ich denke mal, ihr werdet dann. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ränge trotzdem beibehalten werden. So. Des Weiteren. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht.
wird es auch Neues geben. Zum Beispiel in Skywars und Bedwars werden einige Maps dazukommen. Natürlich werden die alten da bleiben. Weil, ja, die sind hier schon. Die alten Maps sind natürlich hier schon in der Geschichte eingraviert. Die will ich auch nicht rausnehmen und macht ja auch keinen Sinn, weil je mehr Maps, desto mehr Vielfalt sozusagen. Aber es werden deutlich neue dazukommen. In Bed Wars, in Sky Wars und vielleicht auch hier in MSGH. Ja, momentan sind die Server hier offline. Ich habe Bed Wars, Sky Wars und MSGH offline genommen, weil kostet mir zu viele Ressourcen, die ich anderswo erstmal besser gebrauchen kann. Aber ist jetzt eh nicht das Thema. Auf jeden Fall gibt es dort bezüglich Neuerungen. Dann, wir haben geplant, zur Neueröffnung einen neuen Spielmodus zu releasen. Ich hoffe mal, das wird auch pünktlich fertig werden. Alternativ wird es dann vielleicht kurze Zeit später kommen, aber bis jetzt spricht nichts dagegen, dass dieser Spielmodus auch zum Release oder zur Neueröffnung released wird. So rum. So, dann eine weitere Erneuerung ist, dass die Ränge angepasst werden. Einerseits von den Preisen, die Preise, die ihr jetzt hier seht, die wird es danach nicht mehr so geben. Beziehungsweise bei den Rubinen weiß ich noch nicht, ob die Rubine so bleiben oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, weil seit neuestem oder seit ja, einiger Zeit jetzt inzwischen schon, kann man ja auch, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr euch die Ränge mit Echtgeld holen könnt. Müsst ihr einfach nur in Teamspeak dazu kommen. Dann wird alles andere abgeklärt. Das ist als Alternative möglich für die, die vielleicht ja, mal 10 Euro übrig haben und dann denken, ja, ich würde das gerne dafür einsetzen. Dafür werden jetzt auch die Preise besonders angepasst. Ordentlich runtergesetzt, denn die Preise waren hier gerade für Echtgeld einfach zu hoch angesetzt für einen kleinen Server wie uns. Deshalb, ja, wird das auch umgeändert. Hier sieht man zum Beispiel momentan gar nicht die Echtgeldpreise. Aber auf zum Beispiel auf Skype kann ich ja mal kurz online gehen. Ja. Natürlich gibt es auch dann Performance-Updates. Zum Beispiel das Wechseln zwischen Servern, aber dass ich hier jetzt nicht drauf komme, das hat den Grund, dass Skype momentan offline ist. So, CityBuild glaube auch. Ja, CityBuild müsste auch offline sein. Daher kann ich ja jetzt nicht nachschauen. Auf jeden Fall, da gab es ja den Königrang, glaube ich, für 50 oder 60 Euro. Das wird ordentlich runtergesetzt. Vielleicht gibt es dann da auch andere Möglichkeiten, wie auch immer. So, dann des Weiteren gibt es natürlich auch Updates zu den Spielmodi. Ich habe da zum Beispiel für CityBuild, jetzt wo es ein Reset gibt, auch was ganz Spezielles geplant. Dazu kann ich schon ruhig schon mal ein bisschen was anteasern. Und zwar werden die Jobs rausgenommen und ein Shop eingefügt. Ein Shop, wo man selbstständig Sachen verkaufen kann, kaufen kann. Ja, anteasern, ja, jetzt habe ich das halt schon gesagt. Das ist der Plan. Wie gut das dann funktioniert, werden wir dann sehen. Da muss ich mich auch erstmal ransetzen. Auf jeden Fall wird CityBuild das Geldsystem da anders laufen. Ich empfand dieses Shop-System ehrlich gesagt als nicht so praktikabel, denn indem man einen Handel hat mit Verkauf und Kauf, belohnt man noch mehr die Spieler, die wirklich die Zeit reinstecken und auch wirklich die Mühe sich machen, um wie selbst irgendwelche Sachen zu farmen. Natürlich kann man dann da auch Sachen verkaufen, die man ein bisschen im Überfluss hat. Ob dieses System auch dann schlussendlich auf Survival kommt, kann ich noch nicht sagen. So, dann. Ja, die Neueröffnung ist momentan für Anfang August angesetzt, aber es kann sein, dass die nächsten ein, zwei Wochen nochmal der Termin geändert wird. Kann vorgezogen werden, kann aber auch nach hinten geschoben werden. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn momentan hier? August Neueröffnung. Okay, hier steht nur August. Ich würde erstmal sagen, wir bleiben bei August. Wir haben uns jetzt extra auch die Zeit ausgesucht, denn momentan sind halt durch Sommerferien auch viele im Urlaub. Können eh nicht zocken. Daher nehmen wir ruhig mal diese Zeit, diese Auszeit
nehmen uns auch diese Zeit. Bedeutet, lieber ein, zwei Wochen mehr Zeit hier in den Server jetzt reinstecken und nochmal hier und da was neu machen, wie auch immer. Und umso mehr Qualität bieten wir halt euch dann auch. Und dann vielleicht bringt das was. Des Weiteren haben wir natürlich auch ein paar Features schon, die wir zur Neueröffnung euch geben wollen. Eins dazu, also eins an Feature möchte ich euch auch gleich nennen. Natürlich haben wir noch ein paar mehr geplant. Ein Feature ist zum Beispiel für neue Spieler, die auf den Server kommen. Die dürfen sich oder die erhalten automatisch ein Ticket für einen Testrang. Welcher Rang es sein wird und für wie lange, ist noch nicht sicher. Aber es könnte sogar sein, dass es der Galaxy-Champ-Rang sein wird. Der höchste Rang hier auf dem Server. Für ein paar Tage. Wie gesagt, wie lange wissen wir noch nicht. Und dieses Ticket kriegt jeder neue Spieler, um wirklich die Ränge auszuprobieren. Ich hatte schon öfters nämlich die Fälle, dass wirklich User kamen hier online und fragten wirklich nach einem Rang. Kann ich einen Rang haben? Da ungern sage ich da ja, aber auch irgendwie ungern nein, weil natürlich möchten wir Spieler hier auch irgendwie einen Anreiz geben und da habe ich dann meistens immer gesagt, ja, hier kriegst du einen Rang für 3 Tage oder 7 Tage. Na gut, 7 Tage kamen glaube ich gar nicht vor, aber 1 oder 3 Tage hier zum Austesten. Und das wurde halt auch gerne angenommen und ich finde, das Recht sollte für jeden Spieler gelten. Ist ein bisschen unfair, wenn ich das bei den einen mache, aber bei den anderen sozusagen nicht. Oder bei denen, die nicht danach fragen. So kriegt das jeder Spieler automatisch. Gilt natürlich auch für euch, wenn ihr jemals schon mal hier auf dem Server wart. Das gilt für jeden erstmal. Sei es auch du, der hier schon 100 Stunden auf dem Server hast, sozusagen. Das gilt für jeden, weil es wird ja alles resettet und auch dementsprechend eure Online-Zeit, die ihr nach dem Reset auch einsehen könnt mit Slash Online Time. Dieses Update gab es jetzt schon seit einer Woche, also als der Server so noch öffentlich war, aber ich habe das nirgendwo hingeschrieben, bedeutet, es hat kaum einer irgendwie mitbekommen, denke ich mal. Hier Online Time, momentan habe ich von 15 Stunden, ja, nur 15 Stunden. Ich habe auf meinem anderen Account im Sterngucker deutlich mehr Zeit, weil ich mehr Zeit momentan mit dem verbringe hier. Da ich viele Dinge ausprobiere und auch ein größeres Projekt am Laufen habe, wovon ich allerdings noch gar nichts sage, weil das noch sehr, sehr lange dauern wird. So, des Weiteren gibt es zum Beispiel auch ein Update, dass man mit Slash Ping endlich auch mal seinen eigenen Ping sieht. Das war lange Zeit hier nicht so, leider. Und ja, es hat sich generell, also wenn ihr den Eindruck hattet, der Server war sowieso in den letzten Wochen, wurde ja nichts mehr gemacht. Kann ich euch versichern, doch, es wurde was gemacht, aber nichts, was wirklich den Spieler auffällt. Es wurde, so ihr seht, im Hintergrund Systeme ausgewechselt und wieder dieses neue große Projekt, daran arbeite ich momentan auch sehr, sehr viel, schon seit sehr, sehr vielen Wochen. Aber wie gesagt, das braucht noch sehr, sehr lange Zeit. Sehr, sehr lange. Jo. Gut, habe ich sonst noch irgendwelche Informationen für euch? Wie gesagt, es gibt Resets auf jedem Spielmodus. Die Maps bleiben trotzdem. Zum Beispiel Survival, wie das, ob der Spawn bleibt oder ob ein neuer Spawn gebaut wird, kann ich noch nicht sagen. Auf SkyPP werden auch sozusagen die Arena bleiben. Eventuell kommt eine weitere Arena dazu. Muss ich mal schauen, ob das die Bilder in der Zeit schaffen, weil die noch andere Projekte haben. Und sonst, ja, City Build halt Reset, Creative Reset, obwohl bei Creative könnte es sogar sein, ja doch, doch, da wird auch ein Reset gemacht, genau, weil wir ja auch die Spielerdaten alle resetten wollen, genau, doch, auch Creative wird ein Reset stattfinden, und ich hoffe, dass ich euch dann nach der Neueröffnung hier begrüßen kann, dass der Server wieder aufleben kann mit wirklich aktiven Spielern, dass man wirklich hier nachmittags hier drauf kommt und sieht, ah, Leute sind online, so einige Leute.
Ja, dementsprechend, wenn es irgendwelche Informationen, größere Informationen gibt, werde ich die euch natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal euch preisgeben. Und generell zur Neueröffnung wird es bestimmt auch einen Livestream geben. Ich werde den Server ordentlich promoten, auch andere YouTuber. Da habe ich mir schon mit Breiten schon manche was vor. Keine größeren YouTuber. Natürlich wäre es geil, wenn auch noch ein größerer YouTuber dann hier dann ankommt und uns promoten könnte, weil ein Server lebt auch von YouTubern. Das ist einfach so heutzutage. Und kleinere Server haben sowieso schwer. Aber wir geben unser Bestes, das haben wir schon immer getan. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Abend. Mit Minecraft-Videos mangelt es ja momentan trotzdem nicht, denn seit Montag läuft ja wieder das Minecraft-Let's Play, welches über ein Jahr pausiert war. Da gibt es ja jetzt auch bald die 500. Folge. Gibt aber kein Special dazu, aus dem von Grund, ich habe nicht realisiert, dass das die 500. Folge ist, als ich das aufgenommen habe, weil das Let's Play einfach so lange pausiert war. Und seit Dienstag, ich weiß nicht, wann dieses Infovideo rauskommt, das könnte sogar heute, also es könnte sogar sein, dass heute Dienstag ist, gibt es auch ein neues Minecraft-Projekt, Minecraft Hardcore Staffel 3. Schaut auf jeden Fall da rein, denn dieses Projekt ist extrem spannend. Denn wer da, oder man darf nicht sterben sozusagen. In Minecraft alles auf schwer gestellt und man darf nicht sterben. Wenn man stirbt, ist das Projekt beendet. Gut, dann wünsche ich, wie gesagt, euch noch einen schönen Abend und dann bis dann.